es an? Jetzt ist es an. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. Ich hoffe, dass ich heute Morgen mal dran denke, allen Leuten wirklich einen wunderschönen guten Morgen zu wünschen, die das hier hören können. Also wir sehen das heute, glaube ich, über YouTube. Also die Zuschauer begrüße ich ganz herzlich. Die, die jetzt hier sitzen, die Sticks kriegen und das nur hören. Und ich glaube, das war's. Ja. Ich hatte heute Morgen eine schöne Aussicht, da habe ich gedacht, ich mache mal ein Foto und bitte drum, dass das mal an die Leinwand kommt. Ich hoffe, euch gefällt das auch ein bisschen. Das ist Dilprecht am frühen Morgen. Und erschrocken war ich, wie ich auf die andere Seite geguckt habe und alles war weiß. Wir gehen, glaube ich, mit großen Schritten auf den Winter zu. Meine Mutter hat gesagt, jetzt kann man die Äpfel so langsam ernten. Die müssen den ersten Frost haben und ich hoffe nur, dass sie schon reif sind. Ich weiß es auch noch nicht. Werden wir sehen. Dann wollte ich sagen, die Kollekte vom letzten Sonntag, Brot für die Welt, das waren 311 Euro und im Klingelbeutel waren 86 Euro. Vielen Dank für die ganzen Gaben. Die Kollekte heute, die ist für den Stiftungsfonds Diadem. Wem von euch sagt das was? Wir haben es tatsächlich auch nochmal nachgeschlagen, auswendig wussten wir es auch nicht. Es ist ein Fonds für Demenzkranke. Also solltet ihr jemals Demenz kriegen, habt ihr die Chance, dass ihr davon ein bisschen was an Geld bekommen könntet. Oder wie auch immer das verteilt wird. Es soll für Demenzkranke sein. Ja, das war das, was wir gelesen haben. Dann wollte ich uns grüßen mit dem Wochenspruch und der Losung. Das ist wieder sehr viel heute. Ich weiß auch immer nicht, ob ihr das überhaupt gerne hört morgens, wenn ich mal hier stehe und euch da was vorlese. Wenn das zu viel wird, dann könnt ihr das ruhig sagen und dann kann ich das auch minimieren. Aber, bitte? Ich glaube, das reicht nicht. Ich sehe das meistens gar nicht. Das musst du mir schon sagen. Aber jederzeit gerne. Nee, eigentlich nicht gerne. Ich habe mich heute Morgen hingesetzt, das ist für mich eigentlich immer noch die wertvollste Zeit, weil ich mich dann wirklich mal hinsetze und gucke mir die Sachen an, was da so geschrieben steht und wo es steht. Also ich habe, glaube ich, mehr davon wie alle anderen. Ich fange mal an mit der Losung. Naaman sprach, dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Das ist noch eine alte Geschichte aus dem Kindergottesdienst, der Naaman, der Aussatz hatte und der aus einem anderen Land war. Und er sollte ja zum Elisa, also wusste aber nicht, dass der Prophet war. Und dann kriegt er gesagt, er soll 7-mal im Jordan auf und niedertauchen. Und der Jordan, der war nicht so sauber und er wollte das eigentlich nicht. Aber seine Knechte haben ihn bekniet, es zu machen. Und tatsächlich wurde er rein. Also er wurde wieder sauber. Hatte keinen Aussatz mehr. Und in der Bibel steht drin, er sah aus wie ein Kind. Die Haut war wie ein Kinderhaut, also ganz zart. Und dann hat er einen Knecht gehabt und der Naaman, der ist dann zurück und wollte die bezahlen. Und dann sagt der Elisa, nö, ich will kein Geld. Aber der Knecht, der hat es dann genommen. Als Strafe dafür hat er dann Aussatz bekommen. Und ich glaube, da war das Geld nichts mehr wert. Und wie ich das gelesen habe, habe ich eigentlich gedacht, was sind denn Brandopfer und Schlachtopfer? Was soll das denn da stehen? Für was macht das denn einen Sinn? Dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen. Wir machen das heute, glücklicherweise brauchen wir es auch nicht mehr. Aber die Brandopfer, also gerade das Brandopfer, das war ein Opfer, das wurde jeden Tag gegeben und das Feuer sollte immer anbleiben. Und es war eine recht blutige Angelegenheit. Ja, und das Schlachtopfer, das war ein Dankopfer eher. Das Brandopfer eher so zur Sühne und das Schlachtopfer zum Dank. Aber das wollte den anderen Göttern nicht mehr geben, sondern nur noch Gott. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man krank war und wurde wieder gesund. Dann geht es weiter mit der nächsten Losung. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich glaube, den Vers haben wir alle schon öfters gehört.
Und doch ist es immer wieder schwierig, heilig und Gott wohlgefällig zu sein. Alleine schon Gott wohlgefällig. Wie schnell hat man mal irgendwas gesagt oder jemanden verletzt, ohne dass man das will. Der eine ist halt der Typ, der haut alles raus und der andere denkt sich, ey, was für ein Arsch, warum macht der das so? Und du denkst dir selber da vielleicht gar nichts bei, weil du einfach so bist. Aber es geschieht ganz schnell, dass man dem anderen wehgetan hat, ohne das zu wollen. Und meistens kriegt man es noch nicht mal mit. Aber ich meine, in dem Fall würde ich dann sagen, wie gut, dass wir Jesus haben und können um Vergebung bitten. Und dann noch den Wochenspruch, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Das ist aus dem Jeremia und das ist aus dem Gebet, wo Jeremia in Anfechtung war und da hat er das gebetet. Und bei dem Ganzen, was ich da gelesen hatte, da war so für mich die Hauptsache, der Jeremia hat immer auf Jesus oder auf Gott geschaut, damals noch, und hat, ja, hat ihm einen Blick gehabt bei dem ganzen Gebet. Und eigentlich würde ich uns das gerne auch mal vorlesen, weil ich es ganz gut fand. Ich hoffe, ihr habt die Geduld noch und ich finde es. Ganz kurz. Jeremias Gebet in Anfechtung. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie sprechen zu mir. Wo ist denn des Herrn Wort? Lass es doch kommen. Aber ich habe dich nie gedrängt, Unheil kommen zu lassen, auch habe ich den bösen Tag nicht herbeigewünscht. Das weißt du. Was ich gepredigt habe, das liegt offen vor dir. Sei du mir nur nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not. Lass die zuschanden werden, die mich verfolgen und nicht mich. Lass sie erschrecken und nicht mich. Lass den Tag des Unheils über sie kommen und zerschlage sie zwiefach. Also ich denke, mit Gott kann man immer reden, egal wie man sich fühlt. Anfechtung, ich denke, das kennt jeder von uns. Und es soll einem nur Mut machen, dass man mit Gott darüber spricht. Egal, was einen so bedrängt oder belastet oder wenn man sich freut. Egal. Ja, das war's von meiner Seite. Gemeinsam das Lied 324, die Strophen 1 bis 3. Zweimal im Gottesdienst. Wie
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Malerlehrling war absolut begeistert von seinem Job und wollte alles richtig machen, und er hat das Fenster gestrichen. Nach einer Weile meldet er sich zurück bei seinem Meister und sagt ihm: Meister, das Fenster ist gestrichen. Welche Farbe brauche ich für den Rahmen? Gott ist ein Gott, der Freude hat an uns. Es gibt Freude im Himmel, und deswegen lasst uns fröhlich beten mit Worten aus Psalm 32. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nichts schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Vater im Himmel, du bist der Gott der Lebendigen. Jesus Christus, du bist der Herr im Land der Lebenden. Du bist nicht im Land der Toten, sondern du bist das Leben und hast das Leben in die Welt gebracht. Danke, dass du unsere Angst vertreibst mit deiner Liebe. Danke, dass du alle unsere Schuld am Kreuz getragen hast. Schenke uns ein fröhliches Herz. Erneuere uns in dieser Freude des Himmels, dass wir dich loben und danken, dass wir deine Liebe und Nähe spüren. Wir bitten dich für diesen Gottesdienst, dass du uns die Ohren und Augen des Herzens öffnest, dass wir dich erleben, dass wir durch dich selbst gestärkt werden. Amen. Wir hören nun Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 1. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Und es strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und Jesus erzählte ihnen von Gott. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von vier Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach, genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf einer Matte herunter. Gott sah, wie groß ihr Glaube war. Und er sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten: Wie kann der sowas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Schuld vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht hat, hier auf der Erde den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und er stand auf, nahm rasch seine Matte und ging weg. Alle
sahen es. Und sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Fröhlich werden die, die Gottes Worte hören und im Herzen bewahren. Halleluja. Halleluja. Im Leben stehen wir ja auf für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Das ist der Grund, warum wir zum Glaubensbekenntnis so weit möglich aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen weiter Lied 324, die Strophen 5, 6 und 7. Die Gnade Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe da noch ein Lied mitgebracht. Ich kann es nicht ganz so gut, aber ihr kennt es bestimmt. Ich versuch's mal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Oder so ähnlich. Also ich glaube, Kinder wundern sich regelmäßig, dass es schon wieder so spät ist, oder? Ich weiß auch nicht. Also, die wundern sich immer dann, wenn sie ins Bett gehen sollen. Keine Ahnung. Aber, ja, an der Uhr drehen, ich weiß nicht. Kim Steven, geht da was hier am Computer? Okay, bestimmt. Ist noch keine ganz eindeutige Aussage. Ich frage nochmal den Simon nächste Woche. Aber hilft nicht so viel weiter, wenn hier jetzt die andere Uhrzeit erscheint und es bleibt dabei. Heute geht es in der Predigt um
einen Menschen im Volk Israel, der es erlebt hat, wie Gott an der Uhr gedreht hat. Es war Hiskia, es war der König Hiskia. Er war recht lange König, von 725 vor Christus bis 696, ein Nachfahre von David, ein Mann, der nochmal alle seine Lebensenergie in die Hand genommen hat, um wirklich ja, das zu tun, was Gott wichtig war. Um wirklich, ich kann nochmal hier vorgehen, ne? Um wirklich das Volk Israel nochmal in die richtige Spur zu bringen und um, dass Jahwe verehrt wird und nicht diese ganzen Götzen und Bildnisse, die sich überall hingestellt hatten. Ja, er ist sogar so weit gegangen, dass sie eines der Symbole, die dem Volk Israel richtig wichtig waren, zerstört hat. Das war die bronzene Schlange, die zu Zeiten von Mose gegossen worden ist, als Zeichen, dass die Sünde vergeben ist und dass Schutz vor den Schlangen da ist. Selbst dieses Ding hat er zerstört, weil das Volk angefangen hat, das wie einen Gott zu verehren. Und nun ist es insgesamt ein relativ erfolgreicher König gewesen. Er hat geschickt paktiert, geschickt Kriege geführt, aber immer mit diesem Damoklesschwert über sich, dass doch da dieser Sanherib, dieser König der Assyrer ist, der jederzeit mit seiner Streitmacht in der Lage ist, Jerusalem auszulöschen. Und der hatte sich das gerade auch in den Kopf gesetzt, all diese ganzen Kleinstaaten da in der Nachbarschaft von Judäa zu zerstören oder wenigstens so klein zu halten, dass sie eigentlich keine eigene Macht mehr hatten. Und er war schon drauf, ja, das Nordreich von Israel war schon gefallen und Flüchtlinge sind auch ins Südreich gekommen und er war auch drauf und dran, jetzt auf Jerusalem zuzumarschieren. Und das war ungefähr im Jahre 701 vor Christus. Ungefähr dann wurde Hiskia krank. Und zwar nicht nur etwas, sondern ja, es ist eigentlich so gewesen, wie ein Mensch, der Krebs hat, er weiß, er ist krank, aber irgendwann kommt die Diagnose, jetzt ist es Krebs im Endstadium. So ging es dem Hiskia. Er wusste, diese Krankheit, die wird er nicht überleben. Wir können das Fenster ruhig wieder zumachen. Die wird er nicht überleben und dann bekommt er auch noch eine Botschaft von Gott, die das Ganze bekräftigt. Der Prophet Jesaja kommt und sagt ihm, bestell dein Haus. Diese Krankheit wirst du nicht überleben. Ist natürlich in gewisser Weise schon auch ein Stück weit Gnade, weil wie viele Menschen gehen plötzlich von uns und sie haben ihr Haus nicht bestellt, die Papiere sind nicht in Ordnung, es ist nicht geregelt, wie es weitergehen soll. Er hat die Möglichkeit, nochmal mit seinen Ministern zu sprechen, um zu sagen, wie sie sich am besten in Zukunft verhalten sollen. Er hat vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal jemanden zu treffen, um sich zu versöhnen, was auch immer noch nötig war, um das Haus zu bestellen. Und mit dieser Hiobsbotschaft, sage ich mal, im Kopf, da, was machen Menschen, wenn uns sowas trifft? Ganz unterschiedlich reagieren Menschen. Manche Menschen tun so, als ob nichts gewesen wäre. Ich habe es sogar schon gehört von Menschen, von Männern, da hat es nicht mal die Ehefrau gewusst, bis eine Woche vorher, dass da diese tödliche Krankheit war. Es gibt Menschen, die betäuben sich, vielleicht mit Alkohol. Es gibt Menschen, die schreien es raus, es gibt Menschen, die erzählen es weiter, keine Ahnung. Und es gibt Menschen, die ziehen sich zurück. Der König Hiskia war so einer, der hat sich zurückgezogen. Der hat sich dann, als er das gehört hat, er hat sich zurückgezogen und hat sich vor die Wand gelegt und geweint. Das hat aber auch König Ahas gemacht, als er eine Nachricht bekommen hat, die ihm nicht geschmeckt hat. Der hat mal diese Botschaft bekommen, dass der Weinberg, diesen Garten, den er vor seinem Palast gerne als Obst- und Gemüsegarten anlegen möchte, dass der ihm nicht verkauft wird. Und er hat sich auch zurückgezogen, hat gegrummelt, hat geschmollt, aber eigentlich nur um sich selbst gedreht. Hiskia wiederum hat auch gehadert,
aber er hat sein Hader und sein Zorn, sein Frust, seine Traurigkeit und Tränen, alles zu Gott gebracht. Und dann passiert es, dass Gott sagt, nein, das Wort, was ich dem Jesaja gegeben habe, das ist nicht das letzte Wort. Er spricht nochmal zu dem Propheten Jesaja und sagt, lässt dem König Hiskia ausrichten, ich habe deine Tränen gesehen und ich habe dein Schreien gehört. Und ich füge noch einmal 15 Jahre zu deinem Leben hinzu. Und als Bestätigung dafür dreht Gott die Zeit zurück. Die Sonnenuhr läuft rückwärts. Gibt's eigentlich gar nicht. Und das bringt uns alles jetzt zu dem Predigttext vom heutigen Sonntag. Das ist das Gebet von König Hiskia. Es steht geschrieben in Jesaja Kapitel 38, Abvers 9 oder 10. Das lese ich mal vor. Ab Vers 9. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach, nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren, in der Mitte meines Lebens, da ich doch gedachte, noch länger zu leben. Ich sprach, nun werde ich dem Herrn nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, aber er zerbricht mir alle Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt du für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf, bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen. Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Und Jesaja sprach, man solle ein Pflaster von Feigen nehmen und auf sein Geschwür legen, dass er gesund würde. Also, dieser Hiskia, der betet und bäumt sich auf gegen den Tod, gegen das unvermeidliche Schicksal. Er redet und spricht zu Gott, aber er klagt auch Gott. Aber da ist viel Tiefes drin. Siehe, Bitteres gereichte mir zum Frieden. Bitteres. Aber du hast dich an mich gebunden, hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Ja. Manche wollen es gar nicht wissen, dass es die Lebenszeit eines Tages zu Ende geht. Aber egal, ob Christ oder nicht Christ, egal, ob gläubig oder nicht, es gibt immer wieder Momente im Leben, die machen uns Angst. Und wer kann von sich sagen, dass wenn unsere Zeit abgelaufen ist, dass es uns keine Angst macht? Aber doch sagt Jesus, in der vollkommenen Liebe ist keine Angst. Das heißt, wenn wir uns öffnen für diese Liebe, diese vollkommene Liebe, dann wird unsere Angst Stück für Stück weniger. Und so auch,
wenn es darum geht, wenn wir eines Tages sterben. Im Römerbrief steht es geschrieben, Römer 14, Vers 8, wir leben oder wir sterben, aber so sind wir des Herrn. Das heißt, wir gehören zu ihm, wir sind sein, wir sind in Christus Gottes Kinder. Und das ist zum einen Wahrheit, die mich stärkt, die ich immer wieder in mich aufnehme. Genauso wie, so kann denn nichts mich trennen von der Liebe Gottes. Auch nicht der Tod. Und das passiert aber nicht einfach so, dass jetzt einmal meine Angst schlagartig weg ist. Aber je mehr ich diese Worte in meinem Herzen aufnehme und sie verankert werden in meinem Herzen, desto mehr oder anders kann ich umgehen mit den Dingen, die mir Angst machen im Leben, der Todesangst vor allem. Ja, Hiskia hat also gebetet, aber nicht so egoistisch wie Ahab. Und er hat Gott nicht angeklagt, aber er hat Gott, wie soll ich sagen, er hat geglaubt, dass es Gott war, der ihn wie ein Löwe mit Krankheit geschlagen und zerbrochen hat. Und der einzige theologische Grund dafür wäre, so auch im Alten Testament, dass es die Sünden waren, die Hiskia begangen hat, die dazu geführt haben, dass Gott ihn so gestraft hat. Und das hat natürlich etwas zu tun mit den Fluch- und Segensworten, die im Deuteronomium übermittelt sind. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr gesegnet werden sein von mir. Wenn ihr sie nicht haltet, werdet ihr verflucht. Und Krankheit, naja, ist nicht so schwierig als Fluch zu verstehen. Zum ersten Mal ist es aber tatsächlich im Buch Hiob, dass dieses Denken erweitert wird, diese Theologie erweitert wird. Im Buch Hiob wird klar, okay, es gibt noch eine andere Dimension, die nichts Gutes vorhat mit dem Menschen. Das ist der Teufel, der dort in dem Buch, so im Buch Hiob geschildert, den Menschen quält, auch mit Krankheit. Aber noch viel deutlicher wird es klar im Neuen Testament, als Jesus von seinen Jüngern gefragt wird, ja, wie ist das eigentlich mit dieser Blindheit von diesem einen Menschen? Ist das eine Strafe? Auf Deutsch, das haben sie so nicht gesagt, aber die fragen Jesus, hat er gesündigt? In Klammern, ist das die Strafe? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt, dass er blind geboren wurde? Also sind sozusagen noch die Eltern mitverantwortlich für dieses Leid. Und Jesus sagt, nein. Das ist mal die Kurzfassung. Er sagt, nein. Damit sagt er auch, dass es nicht Gottes Wille ist, uns Menschen zu strafen. Dass es ist nicht der Wille Gottes, dass das Fluchwort in unserem Leben verankert wird. Denn Jesus selbst ist an das Fluchholz gegangen, damit die Flüche uns nicht treffen können. Und Jesus sagt in Johannes 9, Verse 1 bis 3, in dem besonderen Fall, er ist blind, damit Gottes Wirken an ihm sich sichtbar wird und Gott verherrlicht wird. Ja, was machen wir also nun mit Krankheit, mit Sünde, mit Beten und mit Glaubensgewissheit? Manche Glaubensgeschwister sagen mehr oder weniger offen, ja, ich vertraue Jesus Christus, deswegen wird mich Corona nicht treffen. Ich glaube ihm, dass er mein Heiland ist. Und dann ist es richtig, Jesus ist mein Heiland, er ist der Raphael, der Gott, der heilt. Er ist auch mein Schutz und mein Schild. Aber so zu reden, ist eigentlich nichts anderes, als Glaubenswahrheiten zu nehmen, die auch mir wichtig sind. Diese Glaubenswahrheiten zu nehmen und ein Gesetz draus zu machen. Und dann schaue ich beim Gesetz, da schaue ich nach, Gesetz so und so, Paragraph so und so, Abschnitt so und so viel.
analog dazu, ich schaue nach, biblisches Buch so und so, Kapitel so und so, Vers so und so. Schaue ich nach, da steht es geschrieben. Da steht es geschrieben. Also heißt nichts anderes, ich habe ein Anrecht darauf. Und ein Anrecht heißt, ich stehe unter dem Gesetz. Und trotzdem will ich diese guten Verheißungen Gottes nicht fahren lassen. Ich will weiter glauben an den Gott, der Menschen heilt, aber kein Automatismus und kein Anspruchsdenken, so nach dem Motto, ich nehme jetzt meine Heilung in Anspruch. Und letztlich, das Problem ist bei diesem Glaubensdenken, dann hängt es alles an mir. Wenn ich nicht genug glaube, kriege ich halt das Coronavirus. Aber ich bin Gott dankbar, dass es sein Wille ist, dass Heilung sein Wille ist und dass er deswegen auch die Ärzteschaft ja, segnet, dass er deswegen auch die Wissenschaft segnet und die Forschung segnet. Und ich bin so dankbar, dass ich mit einem wirksamen Impfstoff geimpft worden bin. Bin ich super dankbar, denn ist es nicht auch ein Wunder, dass die wissenschaftliche Forschung in dem Bereich so weit vorangeschritten war, dass innerhalb von so kurzer Zeit man einen wirksamen Impfstoff herstellen konnte? Ja, ich weiß natürlich auch, es gibt Risiken und Nebenwirkungen. Klar, das ist schlimm. Aber ich bin dankbar dafür, dass dieser Stoff entwickelt worden ist. Und ich will weiter vertrauen und hoffen, dass mich diese Krankheit nicht trifft. Aber wenn sie mich trifft, dann werde ich weiter beten und vertrauen, dass Gott mich heilt. Aber nicht als Automatismus. Und das ist genau in Jerusalem passiert. Als sie es nun erlebt haben, was ist eigentlich größer? Dieses Wunder, dass die Sonne 10 Stufen zurückgeht? Oder dass eine Stadt vor ihren Belagerern gerettet worden ist? Naja, für denjenigen, der das miterlebt hat, dass die Uhr auf einmal rückwärts geht, ist es natürlich der Hammer. Aber für denjenigen, der die Belagerungswelle schon gesehen hat, für den ist es das Größte zu wissen, Gott hat es so gefügt, dass dieser Angriff nicht stattgefunden hat. Dass im Jahr 701 vor Christus Jerusalem, vor Sanherib gerettet worden ist, auch wenn ein Teil des Landes eingenommen worden war. Und daraus hat man dann eine Theologie gemacht. Man hat gesagt, okay, erstens, Gott ist gegenwärtig in Jerusalem. Zweitens, er ist allmächtig und er hat es gezeigt, dass er diese Stadt retten kann. Darum wird Jerusalem nicht fallen, egal wie groß der König ist, der da vor der Tür steht. Und das Sanherib war ein Weltherrscher, kann man fast schon sagen. Aber mit diesem, sag ich mal, automatischen Vertrauen sind Propheten aufgetreten. Und das waren nicht Propheten von Gott, sondern Jeremia, etwas 100 Jahre später, sagt, nein, so ist das nicht. Ihr könnt das nicht automatisch glauben. Es geht darum, dass ihr euch immer wieder dem lebendigen Gott zuwendet. Und so kam es, dass dann letztlich im Jahr 587 vor Christus Jerusalem dann doch endgültig gefallen ist. Und zwar nicht in die Hände der Assyrer, sondern dann der Babylonier. Mit allen schlimmen Konsequenzen. Und ich bin dankbar, dass wir nicht in der Zeit des Gesetzes leben, wo wir aufpassen müssen, dass egal welche klitzekleine Verfehlung wir haben, egal welche klitzekleine Sünde da ist, dass uns ein Fluch trifft, sondern dass das Kreuz von Golgatha dazwischen steht, zwischen dem Fluch und mir. Und dass mein Todesurteil, das ich mir verdient hätte, nach meiner Sünde, dass das aufgehoben worden ist am Kreuz von Golgatha, weil Jesus dort alle unsere Sünden getragen hat und nicht irgendeine vergessen hat.
Und so ist er in diese Welt gekommen, um Sünden zu vergeben. Aber so wie bei Hiskia, er nicht einfach gesagt hat, ich mache dich gesund, ich rette die Stadt, sondern dem Hiskia noch ein Zeichen gegeben hat, nämlich diesen Rückschritt der Sonnenuhr. So war es auch bei dem Gelähmten. Jesus hat nicht einfach die Wahrheit gesagt, dir sind die Sünden vergeben, sondern er hat gezeigt, dass er wirklich diese Vollmacht von Gott hatte, indem er den Menschen geheilt hat. Und so lasst uns weiter beten für unsere Kranken und nicht aufgeben zu hoffen, auch dann, wenn die Krankheiten schlimmer werden. Und alles, ja alles, so wie es Kia das gemacht hat, bei Gott ablegen. Denn all eure Sorgen werft auf ihn. 2. Petrus 5, Vers 7, glaube ich, habe ich letztens eine kurze Andacht zugehalten im Internet. Na, jetzt finde ich es nicht mehr. 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn. Ich sage es nochmal, werft ist ein Akt voll Energie. Nehmt eure Kraft zusammen, diese Sorgen bei ihm abzugeben, damit sie euch nicht selber runterdrücken. Auch die Sorgen um liebe Angehörigen, die von Krankheit getroffen sind. Und weil Jesus dieser Herr und Heiland ist, der uns liebt und der auch immer wieder diese Liebe praktisch zeigt, deswegen freut euch. Denn die Liebe Gottes, die so viel höher ist als all unser Denken, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen nochmal Lied 324, die Strophen 12, 13 und 14. Ich habe mich in den PowerPoint-Folien ein bisschen vertan. Das heißt, an manchen Stellen werde ich dann vielleicht eher allein singen. Aber vielleicht lüften wir nochmal. Ich spiele mal kurz vor. Water, you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine.
Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. God, you is healer, awesome in power. Our God. And if our God is for us, then when could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then what should ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Our God is greater. Our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Amen. Wir beten gemeinsam und stehen soweit möglich dazu auf. Vater im Himmel, du bist der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Jesus Christus, du bist der Herr im Land der Lebendigen. Und deshalb loben wir dich. Du bist der Gott des Lebens. Du bist die Antwort auf unserem Schrei nach Leben. Du allein kannst die Sehnsucht in unserem Herzen füllen. Darum bitten wir dich für uns und für die Menschen, denen wir begegnen, dass wir ihnen die Worte schenken, die Heilung bewirken. Innere Heilung, Heilung am ganzen Menschen. Wir bitten vor dich, wir bringen vor dich alle Menschen, die krank und verzweifelt sind, die unter ihren Schmerzen leiden. Ja, all die, die am Morgen schreien um Hilfe. Höre du ihre Rufe. Siehe du ihre Tränen, so wie du es bei Hiskia gesehen hast. Wir bitten dich um Pflegerinnen, um Pfleger, um Ärztinnen und Ärzte, dass du ihnen die Kraft und die Weisheit schenkst für die richtigen Diagnosen und die richtigen Behandlungsansätze. Wir bringen vor dich die Menschen, die uns jetzt gerade auf dem Herzen liegen, denen es jetzt nicht gut geht. Bringen wir vor dich in der Stille. Jesus Christus, du bist der Herr der Lebendigen und regierst im Land des Lebens. Wir bitten dich für alle Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Wir bitten dich um die Kinder, die sich um ihre Zukunft fürchten. Und wir bitten dich für die Politiker, die Entscheidungen treffen in naher Zukunft über den richtigen Umgang mit den neuen Situationen. Schenke du ihnen Weisheit und Klarheit. Vater, du hörst unser Rufen.
Du hörst das Rufen der Menschen, die in Diktaturen leben, die dort leben, wo sie nicht frei ihre Meinung äußern dürfen. Du hörst das Rufen deiner Kinder in den Ländern, in denen es verboten ist, offen über dich zu sprechen. Sei du bei ihnen, stärke du sie, schenke du ihnen deinen Frieden. Vater im Himmel, danke, dass du bei uns bist und uns Leben schenkst. Danke, dass du uns auch zeigst, wie wir beten. Und so beten wir so, wie du, Jesus Christus, es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch einmal das Lied, wir nehmen Platz und singen das Lied 590 aus dem Gesangbuch. Wir stellen uns unter den Segen Gottes für die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.